Beim Frühstück saß ich total übermüdet am Tisch, denn ich hatte furchtbar schlecht geschlafen. Zwar schlief ich die ganze Nacht durch, jedoch war die Ruhephase viel zu kurz. Es war Mittwoch und langsam schienen sich alle an den Frühaufstehrhythmus gewöhnt zu haben. Alle außer mir. Wenn ich daran dachte, dass ich nach der Schule noch Training hatte, wollte ich nur noch heulen vor Müdigkeit. Vielleicht würde ich im Laufe des Tages etwas wacher werden. Ich stocherte also nur in meinem Haferflocken-Müsli herum, bis Fräulein Leutni zu mir kam. Fräulein Leutni hielt ich sie auf. Tatsächlich blieb sie stehen und schaute mich abwartend an. Ist es okay, wenn ich heute etwas länger wegbleibe? Ich habe noch etwas nach der Schule vor. Sie legte ihren Kopf schief und kniff ihre Augen ein wenig zusammen. So eine Frage hätte sie sich wohl von allen erwartet, aber nicht von mir. Was hast du denn vor? Fragte sie misstrauisch. Ich schluckte und hoffe, sie würde das nicht bemerken. Bitte, lieber Gott, gib mir jetzt einfach die Fähigkeit, das Richtige zu sagen, dachte ich. Ich treffe mich noch mit einem Freund, log ich. Auch wenn es eher eine halbe Lüge war, Lauren und ich waren zwar keine Freunde, aber Klassenkameraden. Fräulein Leutni sah immer noch ziemlich misstrauisch aus. Ich glaube, sie wusste, dass ich log. Jedoch sagte sie, na gut. Dann machte sie eine Pause. Aber sei vor dem Abendessen zurück. Sie wollte weitergehen, blieb jedoch stehen und sah mich noch einmal genau an. Sie griff nach meinem Kinn und sah zu meinem Kopf auf, dem sich inzwischen eine dicke Beule gebildet hatte. Was ist denn dann passiert? Schnell versuchte ich, eine Lüge in meinem Kopf zu bilden, was nur schwer möglich war. Ich nahm ihre Hand von meinem Kinn und sagte natürlich, so natürlich wie möglich, nichts weiter, ich bin bloß letzte Nacht aus dem Bett gefallen. Fräulein Leutni machte ein stutziges Gesicht. Zum Glück fragte sie nicht weiter nach dem und kümmerte sich um die anderen Mädchen. In der Schule hoffte ich, dass der Tag bald zu Ende war. Ich konnte mir die Geschichte von Fräulein Kreishund nicht mehr anhören. Sie erzählte gefühlt jede Minute von der Leidenschaft der Geometrie und wie sie sie für sich entdeckt hatte. Auch wenn ich ganz hinten saß, konnte ich die gelangweilige Stimmung in der Klasse spüren. Aber auch Frau Inges Unterricht war heute langweilig. Wie konnte man nur 45 Minuten pausenlos von seinem Studium reden? Ich zählte die Sekunden, bis die nächste Pause endlich begann. Auch diese verbrachte ich alleine. Was mir jedoch auffiel, war, dass die Pusarosenmädels es nicht wagten, mich auch nur anzusehen. Lauren war nur mit sich und seinen Freunden, also den Wegweisern, beschäftigt. Von der vorherigen Nacht merkte ich nichts an. Dasselbe hoffte ich für mich. Meine Beule versuchte ich so gut wie möglich unter meinen Haaren zu verstecken. Die TikTok-Tourettes waren wieder dabei, einen neuen Tanz einzuüben. Und die einsame Unauffälligkeit stand wieder abseits von allen anderen. Ich überlegte mir, ob ich zu ihnen gehen sollte. Von allen hier schienen sie die nettesten zu sein. Ich beschloss, es zu probieren. Schlimmer als mit Bananenschalen beworfen zu werden, konnte es ja nicht sein. Sie standen in einem geschlossenen Dreieck. Hey, versuchte ich, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie drehten sich zu mir um und starrten mir direkt in die Seele. Hey, meinte die eine zurück. Die anderen nickten nur. Das Mädchen sprach sanft und leise. Sie öffnete ihr Dreieck und ein wenig deutete sie mir hin, mich hinzustellen. Es war recht ruhig im Kreis. Also, ich bin Rose, versuchte ich, eine Konversation zu starten. Die Mädchen lächelten mich an.
Willkommen, Rosa, antwortete das Mädchen von eben. Irgendwie waren die drei komisch. Sie erinnerten mich an Frau Patze. Nadja, sagte die dünnere. Frieda, sprach die andere. Maike, stellte sich zuletzt das erste Mädchen vor. Nun lächelte auch ich. Worüber redet ihr, fragte ich. Maike zuckte mit den Schultern und meinte, über den Wettbewerb in 4 Wochen, gehst du auch hin? Ich nickte. Am liebsten hätte ich hinzugefügt, und ich mache mit. Ließ es aber. Die Mädels unterhielten sich weiter, jedoch hörte ich ihnen kaum zu. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich nicht mitreden konnte, auch wenn ich kurz davor stand, tanzen zu lernen. Also blieb ich lieber still. Generell wollte ich eigentlich nur nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. Ich hatte Angst, Laurens Identität zu verraten. Ich empfand es ja schon als Glück, dass Fräulein Leutni meine Lüge nicht durchschaute. Ab und zu hörte ich den Mädels doch ein paar Sätze zu. Nadja, Frieda und Maike schienen wirklich die nettesten zu sein. Vielleicht sollte ich doch einmal versuchen, später noch etwas zu sagen. Aber als ich Anstalten machte, etwas zu sagen, klingelte es zum Pausenende. Da die drei in eine andere Klasse gingen, trennten sich unsere Wege und ich machte mich auf den Weg zur Physik. Nach 6 unendlichen Stunden war die Schule endlich vorbei. Ich wollte gerade aus dem Gebäude rausstürmen, da fiel mir ein, dass ich mich mit Laurent noch beim Chemieraum treffen wollte. Wie konnte ich das vergessen?